knarrt. Guten Morgen. Okay, das knarrt echt. Ich darf mich nicht bewegen. Ich nehme euch dieses Wochenende mit, weil ich mir gedacht habe, ich habe schon lange kein Follow My Week mehr gefilmt. Und ich bin das Wochenende beim Feschmarkt in Graz mit Wilhaben. Und es ist Muttertag am Sonntag, deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein nettes Wochenende, wo ich mal wieder filme. Ich filme gerade mit meiner 5D Mark IV und die ist mega schwer. Also wenn ich zitter oder wenn ich irgendwie nicht lange Sequenzen filme, dann ist es vielleicht deswegen, weil ich sie nicht so lange halten kann. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin eh schon wie immer viel zu spät dran und muss noch 1000 Dinge runterschleppen, weil das ist ein Flohmarkt und da habe ich 1000 Kleidungsstücke, die ich verkaufe. So, ich bin jetzt schon da. Ich muss voll aufs Klo, TMI, aber es ist so. Und jetzt gehe ich schnell rein mal mit meinem Sackerl und bringe dann erst diesen fetten Koffer später hinein, glaube ich. Aber ich bin schon wieder zu spät dran, also ich sollte weitermachen. So, meinen Stand habe ich gefunden, am Klo war ich auch. Jetzt hole ich mein Gewand. Jetzt vegane Maki und ein veganes Gulasch. So, seht ihr mal, wie fett mein ganzes Setup da ist. Wir gehen jetzt Abendessen, wir gehen ins Bottega in Graz. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Oh ja, ich habe erwähnt, dass ich nach Graz fahre. Ich bin komplett erledigt. Es war so ein anstrengender Tag, aber es war auch ganz cool. Ja, und jetzt freue ich mich schon auf ein bisschen ein Essen. Wobei ich habe gesehen, das ist eine Weinbar. Ich hoffe, es gibt irgendwas zu essen. Und dann gehe ich schlafen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme die Kamera nicht mit, aber ich werde euch vielleicht einblenden, was ich mit dem Handy gefilmt habe, weil ich mag einfach dieses Riesending nicht mitschleppen nach so einem anstrengenden Tag. Also, wir sehen uns gleich im Handyformat, schlechte Qualität und dann morgen geht's weiter vom Feschmarkt. Guten Morgen. Voll ärgerlich. Ich habe meine Mascara vergessen. Ich habe so viel Zeug mit, also eigentlich voll wenig Zeug, aber im Verhältnis zu den anderen Dingen habe ich echt viel Kosmetikprodukte mit und ich habe meine Mascara einfach vergessen. Aber ja, ist egal. Ich werde es auch überleben. Ich bin voll müde, bin heute schon um 7 aufgestanden und wollte eigentlich arbeiten und irgendwie habe ich dann nur Musik gehört und ein bisschen YouTube-Videos geschaut und ja, es ist doch irgendwie Wochenende und ich muss mir das echt abgewöhnen, am Wochenende meine Videos immer zu schneiden, weil ich hebe mir das immer fürs Wochenende auf. Jo, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Frühstück und werde euch natürlich mitnehmen und dann geht's wieder zum Feschmarkt. Abnormal heiß und ich liebe es. Es ist endlich Sommer, habe ich das Gefühl. Ja, ich gehe jetzt dann rein. Ich bin jetzt schon da. Ich habe meinen Matcha mit dabei. Ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt jeden Tag in der Früh Matcha Latte zu trinken oder einen kalten Matcha, weil es hat einfach so viele Vorteile und vielleicht tut sich ja irgendwas. Ich möchte nämlich ein bisschen fitter wieder werden, weil ich habe, glaube ich, seit 2 Monaten keinen Sport gemacht und alle, denen ich das sage, sagen so, was, du bist doch immer so sportlich. Das tue ich nur so, also es schaut nur so aus. Ich bin nicht wirklich sportlich. Okay, ich gehe jetzt rein. Guten Morgen. Keine von beiden will Eis holen. Wir schauen jetzt, wer es macht. Okay.
wen haben wir denn da? Hallo, Mama. Hallo. Was? Was? Geschwister. Was? Yay. Ich freue mich schon so auf Portugal. Ich freue mich auch schon. Wir fahren bald nach Portugal. Und ich freue mich so drauf. Also wir fahren nicht, wir fliegen. Wir. Hallo. Zum Schandl mit der Familie. Mona ist auch mit dabei und bin gespannt, ob ich mir was zum Essen finde, aber da gibt es meistens eh so ein, zwei vegane Sachen. Ups, dort vorne. Bei meinem Sachunterrichtsbuch, da musste man so Orte erkennen. Also, und da war halt auch Russ dabei. Und dann habe ich das gleich erkannt wegen den Vogelnestern. Ja, stimmt. Stoch. Stoch. Ich hab der Oma meine Michael Kors Tasche geschenkt. Gell, Oma? Ja. Bist happy drüber? Sehr. Sie wird so lange haben und ich hab's nie getragen. Jetzt hat sie einen neuen Besitzer. So, unsere neuen Nachbarn beobachten mich gerade, deswegen ist das ein bisschen awkward. Aber ich wollte nur sagen, danke fürs Zuschauen. Ich schaue mir gerade den wunderschönen Himmel an. Sieht so cool aus. Und ja, es war ein bisschen ein kurzes Video, aber ich wollte einfach mal wieder ein bisschen reinkommen in das Ganze und vielleicht filme ich nächste Woche, weil nächste Woche habe ich Geburtstag, Donnerstag und am Mittwoch bin ich auf einem Konzert und so weiter, also es gibt einiges zu filmen. Na gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.